Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, wir sind wieder mal im Kellergewölbe. Ich hatte mal was geguckt, ob ich irgendwie doch nochmal einen Baseballhelm oder sowas craften kann, damit wir unsere Taschenlampe auf den Kopf setzen können. Aber nö. Leider geht das nicht. Und es ist wieder mitten in der Nacht und es ist immer die beste Zeit, um Raubzüge zu machen. Und ja, ich habe ein bisschen in den Config-Dateien rumgespielt und sollte jetzt eigentlich auch die Sichtweite erhöht haben. Ich bin ganz gespannt. Ne, deswegen gehen wir auch wieder hier lang und gucken, ob unser Häuschen wieder am Horizont verschwindet. Eigentlich wollten wir ja in die Wüste. Aber man kann ja nicht alles haben. Und ich will das jetzt wissen. Außerdem brauchen wir Mumpeln. Und ich hoffe, dass wir da hinten noch ein bisschen was finden. Ja, ansonsten nähern wir uns hart der Blutnacht. Wir haben Tag 13. Morgen ist Tag 14. Beziehungsweise übermorgen. Der Tag, der jetzt kommt, der läuft da noch. Und dann sind die Prollobollos schon wieder da. Und dann haben wir Probleme. Wir haben nämlich keine vernünftige Arznei mehr. Wir haben hier schon wieder Stromschnellen. Und Munition ist, na, nennen wir es mal, begrenzt. Dadurch wird das alles ein bisschen schwierig. Aber wir haben ja jetzt unsere Festung, ne? Man sieht beides auf jeden Fall. Das Haus und den Turm. Beziehungsweise unsere Brücke. Und jetzt wollen wir doch mal, wir setzen uns nochmal einen Wegpunkt zu der Stadt, die wir noch nicht fertig gelootet haben. Da düsen wir gleich mal rüber, in der Hoffnung, dass wir nochmal was finden. Wir gucken nochmal. Ja, man sieht das Haus tatsächlich. Sehr geil. Schon besser. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, das frisst nochmal wieder ein bisschen Performance, aber meine Güte. Muss man damit leben. So, ich glaube, jetzt ist mit Turm und Haus auch Sense. Ja. Aber gut, das ist ja eine ganze... Obwohl, da ist, glaube ich, das Haus noch zu sehen. Also wir können jetzt eine ganze Ecke weiter gucken. Das finde ich ja schon mal gut. Ne, ich würde es noch höher setzen, aber die FPS brechen dann irgendwann doch zu sehr ein. Wir sind jetzt bei um die 60. Wir wollen ja den Rechner auch nicht zu sehr quälen. Und vor allem die Aufnahme nicht. Ja, gut, was ist jetzt der Plan? Der Plan ist eigentlich Munition ranschaffen. Und dann hurtig zusehen, dass wir nochmal eine andere Waffe gecraftet kriegen. Denn das Gewehr, das ich da jetzt habe, ist zwar cool, aber ich hätte es gerne auf einer höheren Stufe. Stufe 1 ist denn ja doch nicht so pralle. Oh. Nicht ohne Stamina. Ups. Na komm. Vielleicht kommt uns ja nochmal so ein Frachtabwurf oder sowas zu Hilfe. Aber ich glaube da ehrlicherweise nicht dran. Ja, wir könnten auch nochmal eine Quest machen, aber das ist, glaube ich, für einen Arsch. Das bringt wahrscheinlich wieder nur Geld und Erfahrung und da haben wir relativ wenig von. Von daher aufs Beste hoffen und ein bisschen Loot erwarten. Wenn ich natürlich jetzt wieder verrecke, muss ich wieder sonst wohin rennen, also bauen wir uns gleich mal einen Schlafsack. Bevor hier wieder ein Unglück passiert. Ich habe da ja gerade in der Zeit vor den Blutnächten immer einen Hang zu, nenne ich es mal. So, also wir waren schon wieder auf der Straße. Und dann müsste hier auch gleich die Stadt auftauchen. Machen wir mal ein bisschen Licht. Kündigen uns mal an. Zack. Und da sind wir auch schon. Stockfinster.
So, da waren wir schon drin. Da waren wir aber nicht oben, fällt mir gerade auf. Kommen wir da hoch? Nein. Haben wir noch so eine Kästchen dabei? Nein. Dann regeln wir das fix. Zack. Da will ich dann doch hoch. Hier, machen wir zwei Rampen. Zack. Zack. Eine, zwei. Oh, es wird schon wieder Tag. Sehr schön. Machen wir mal ein bisschen Alarm. Vielleicht zeigt sich hier auch wer. Jo. Da zeigt sich ganz offensichtlich jemand. Hui. Ein paar mehr, wie mir scheint. So, da sind sie auch schon. Juhu. Bisschen ins freie Feld. Ach, sind sie immer noch hier. Mit Nachtmörder, ich will dich umbringen, Augen. Oha. Oha, oha. Ja, ein Hund ist Nest gestochen. Meine Fresse. So, da haben wir noch Blow dazwischen. Das machen wir mal so. Zack, vielleicht reißt der ein paar mit in Tod. Das war der falsche. Na. War es das? Nee, war es nicht. Meine Güte, du stirb. Okay, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Platz schaffen. Nummer 1. Daneben. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Das war ergiebig. So, ich nehme Pfeile wieder. Danke. Komm. Bevor ich hier eine böse Überraschung erlebe, dann bin ich noch fix um. Und dann geht's auf rein da. Zack. Oh. Oh, da hätte man sich auch schnell mal das Bein brechen können. Bauen wir hier so ein. Zack. Das klären wir doch mal eben fix. Wer macht denn hier schon wieder so einen Alarm? Wird wohl wieder oben sein. Okay. Schauen wir mal rein. Wir versuchen uns mal leise zu fahren. Ist ja echt schön hier oben. Meine Fresse. Na, kommt hier noch wer? Wirklich was zu holen gibt es ja nicht. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Ja, ein bisschen dreckiges Wasser. Verbände wären mir lieber gewesen, aber gut, Schmerzpillen tun es auch. Kochtopf. Oh, den nehmen wir mit. Kommt auch. Was haben wir denn da? Achso, Matratze, gut. Damit ist nichts anzufangen. Noch mehr Schmerzpillen. Und Wasser. Halt. Aber wo kommt denn der Krach her? Okay. Und Pfeile ist jetzt nicht die Welt. Puffermantel. Okay. Was haben wir hier an? Kugel. Okay, nehmen wir die mal mit. So, das war's denn hier auch. Schade, ich hatte gehofft, hier gibt's noch ein bisschen was Schönes. Dann düsen wir mal wieder raus. Ne, hier springen wir nicht runter. Das wird zu gefährlich. Das ging hier einmal gut, das müssen wir hier nochmal versuchen. So, jetzt haben wir hier gleich die nächste Hütte. So, nichts drin. Papier. Brauchen wir nicht. Oh, ist sogar offen. Dann sneaken wir das sogar mal.
Das könnte sich dann nur doppelt. Na, da liegt doch schon der erste. Zerlegen, Rest mitnehmen. Mal sehen. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Okay. Hier noch ein paar Supplies. Ja, sehr schön. Ein Verband. Bisschen Blei. Okay, da ist versperrt, aber da können wir ja hier durch. Da liegt auch noch einer. Oh, nicht nur einer, wie mir scheint. Ups. Oh. Hat ein bisschen. Ey! Scheiße! Und ich habe den Schlafsack nicht gesetzt. Oh. Da habe ich gecraftet, aber nicht hingelegt. Meine Fresse, ich bin so dämlich. Oh, Scheiße, ey. Fragst du mich wenigstens? Umgebung wird erstellt, ja. Erscheint beim Bett. Wir hoffen uns ein bisschen näher an. Sag mal, warum klappt das mit diesem blöden Schlafsack nicht? Okay, wenigstens nicht ganz so weit weg. Irgendwie tauche ich immer wieder hier am Arsch der Heide auf. Ich check halt nicht warum. Wie oft ich mittlerweile hier. Ja, halt's Maul, verpiss dich. Keine Zeit für dich. Dann haben wir noch nicht mal nebenbei die Wüste entdeckt. Ja, so ein Scheiß. So, mitnehmen, weiter geht's. Flott zurück. Wäre das da jetzt wenigstens Wüstenebene gewesen, wäre es ja cool. Hätte ich gleich Aloe Vera mitgenommen, aber es ist wieder nur Kackbrachland, ey. Ödland oder was auch immer. Jetzt renne ich hier schon wieder von A nach B. Was haben wir da? Ist das eine alte Kirche? Nee, einfach nur ein Haus im Nirgendwo. Ja, ich glaube, wir werfen einen kurzen Blick drauf. Ist nicht beeindruckend aus. Nö, gehen wir nicht rein. Oh, ich vergesse immer wieder, wie schnell der Knüppel zuhaut. Das wird auch gefühlt immer schneller. Das ist immer noch warm. Meine Güte. Versagen. Ich muss mir echt mal einen neuen Knüppel bauen. Das mit der Feueraxt ist nett, aber die ist zu langsam. Ups. Oha. Muss ich hier rüber? Wir bleiben mal erstmal hier oben. Und gucken mal. Nicht, dass wir hier nochmal hochkrapseln. Das ist ja auch Blödsinn. Wow. In luftigen Höhen, ja? Ja, wie scheiße es sich hier kämpft. Dass der nicht viel Schaden gemacht hat. So. Vorsicht. Oh, die beiden Nester hier nehmen wir mit. Jetzt habe ich mir auch noch das Bein verstaucht. Ich krieg einen Rappel, ey. Es läuft schon wieder super. Ich glaube, ich habe vorne aber eine Schiene gefunden gehabt. Dann können wir das zumindest, wenn wir unsere Sachen wieder haben, gleich richten. So, jetzt haben wir es noch. Ja, wir nähern uns. Dann werden wir uns unsere Haut mit einem scheiß Knüppel hier erwehren. Scheiß Typen, ey. Stamina alle, ja. Ist ein bisschen anstrengend so zu laufen, kann ich mir vorstellen. Hunger kriegt er auch schon wieder. Von so einer Redneck-Hütte könnte ich mir ja schon ein bisschen was erwarten, ne? Zumindest ein bisschen was an Waffen. Da werden wir gleich nochmal rein. Schnauze halten. Komm. Dieser
Rudelangriff ist cool, aber manchmal auch nicht das, was ich mir darunter vorstelle. Wenn wir das mal kennen, dann sieht man das so. Ja, sieht man recht schlecht. Aber gut, wir müssen erstmal zum Rucksack. So, beim nächsten Mal alles nach Hause bringen, werden wir gucken, ob wir ein bisschen Munition craften können. Das wird uns schon mal eine Sorge so ein bisschen abnehmen. Aber ich glaube, dafür fehlt es uns hart an Blei. Waren wir da schon drin? Ich glaube ja, ne? Das haben wir leer geräumt beim letzten Mal. Oh, das sieht noch verschlossen aus. Wir gucken mal. Ach, das ist die Bäckerei. Ja, da werden wir wahrscheinlich Nahrung drin finden. Da gewinnen wir ja wenig mit. So. Stamina, hungerbedingt recht weit unten. Nicht cool. Natürlich sind sie gleich wieder wach. Bleib liegen, du Penner. So, die jetzt hin. Der ist tot, ja, der ist hin. So, jetzt bist du dran, mein Fräulein. So, jetzt bleib liegen. Meine Fresse. Kai Angel hier. So, das Ding gleich wieder zerlegen. Wo ist meine Feueraxt? Da ist er. Ist das? Die Core Table Saw. Kann ich die mitnehmen? Ich will die mitnehmen. Gib mir die. Ja, scheiße. Das wär's ja jetzt. Michi hat erzählt, dass es früher ging. Da hat man dann tatsächlich einfach die Dinger mit einer Rotzange auseinandergenommen. Dann hatte man die im Inventar. Das geht heute leider nicht mehr. Oh, ist alles noch intakt hier. Krass. Nochmal Painkiller. Ist auch gut. Jetzt legen wir aber den blöden Rucksack hier hin. So. Damit das hier nicht nochmal passiert. Ja, ist gleich wieder ordentlich was los hier. Und auch alle so. Alter! Das war jetzt hier. Das hätten zwei Treffer sein sollen. Jetzt mal ohne Scheiß. Geht doch. Verpiss dich, Mäuschen. So, ich brauche erstmal eine Stamina. Geht doch. Alter, wieso halten die denn so viel? Oh! Wo kam das her? Ich sollte aufhören heute. Meine Fresse. Das geht ja nur noch schief. Kann doch nicht angehen, ey. So. Ist die Alte jetzt noch hier? Ja, steht wahrscheinlich auch gleich auf. Nee. So. Wieder her damit. So, jetzt essen wir erstmal was. Ich will nicht wieder ohne Stamina rumsitzen. Irgendwie läuft das gerade nicht so, wie ich das will. Nicht mal annähernd. Meine Fresse, bin ich angepisst gerade. Wie kann das denn so kacke laufen? Wie kann man hier auch nur so einen Müll finden? Oh! Was? Warum? Oh! Wieder diese. Wieso hält die denn auf einmal so viel aus, ey? So. Jetzt verpiss dich. Und ich blute schon wieder. Na super. Skype nutzen, bevor ich hier verrecke. So, nichts zu holen. Wirklich nichts. Nur Scheiße, ey. Also, jetzt wollt ihr mich rollen, oder was?
jetzt halt still. Ja, ich glaube, die sollten hier eigentlich nicht reinkommen. Gut, Nummer 1 ist tot. Dann kommen wir gerade noch einen Zombie und einen kleinen Fliegermann haben wir hier noch. Ja, das kam her. Bist du hier? Na gut. Ich halt's nicht aus, ey. Fick die Henne, ey. Ja, bleed till death. Wo ist mein scheiß Verband? Lass, mach hin. Da kommt schon wieder die nächste. Was ist das denn? Eisenbeinschienen. Naja, immerhin. Was ist los, ey? So, schon wieder halb tot. Mann. Das war ja wohl mal richtig für den Arsch. So, da war nichts zu holen. Gönnen wir uns das da hinten noch? Dann bloß zurück, ey. Ich bin froh, wenn die Session vorbei ist, ganz ehrlich. Meine Güte, wie kann das denn so beschissen in einer Runde laufen? Vor allem keine Munition, nichts gefunden. Na, hier mal ein paar Hülsen. Das war schon wieder ein bisschen knapp. So, hier noch was zum Zerlegen. Ja. Hier Holzknüppel Level 5. Ja, super. Auseinander den Piss. Die kommen jetzt mal hier rein, damit ich nicht wieder wie ein Blöder suche. So. Was ist hier? Die schlabbern so, Tussi. So, auch Ruhe. Versuchen wir das nochmal. Na, Keule. Hops mal ein bisschen. Nummer 1. Ah. Na? Jetzt muss ich nur Badeanzug getragen. Wer ist dir vielleicht nicht so scheiße ärgern? Blöder Kuh. So, hier wünschte ich mir ja gerade wieder eine Wrench. Ich neige ja dazu, das Ding jedes Mal zu vergessen. Oh, komm ich sogar rein. Das ist ja schön. Oh, schön, alles voll mit Schlangen. Und mit Hunden. Ich hasse Hunde. Schnell nochmal einen Schlafsack craften. Diesmal machen wir es besser. Schlafsack fertig. Was mache ich denn? Weg damit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Zerlegen. So. Leg in den Scheiß. Verbände wieder rein. So, jetzt machen wir es nochmal. Ich nehme einmal Pimmel. Ach, scheiß drauf. Verrecken wir. Ach, jetzt kriechen die nicht mehr hier rum. Jetzt sind die irgendwo hier draußen, ja? Das ist super. Bloß ab, ey. Ich hasse die Schlangen. Trifft man tatsächlich sehr beschissen. Oh, da sind die anderen.
Was? Wo? Oh, das gibt es doch. Mann! Ich krieg ne Krise, ey. Meine Fresse, noch eins. Das kann doch nicht angehen. Ja, wach auf, du Penner. So, wieder alles weg und finde die Viecher wahrscheinlich wieder nicht wieder. Aber ich finde Doggy schon mal wieder. So. Du nicht nochmal, mein Freund. Und du auch nicht. Boah. Ich glaub das hier nicht, ey. Wow. Wo bist du denn da hin? Besser halten jetzt. Was ist das hier? Pflanzenfarbe. Warum nicht? Mann. So, haben wir jetzt alle. So, wir essen eine Runde Fleisch. Liebe ich voll mit Fleisch. Was hier? Verrottendes Fleisch. Und große Knochen. Ja, liegt natürlich alles voll mit, ne? Können wir irgendwas zurücklassen? Dose Lachs, ja, die können wir essen. Das ist blankes Messing. Irgendwas unternehmen noch hier. Hier brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Gut. Inventar voll. Gut, große Knochen passen hier. Verrottenes Fleisch. Brauchen wir die unbedingt? Nein. Das sieht aber erstmal gut aus hier. Shotgun Messiah. Jetzt kommt aber was bitte hier. Was? Na, ist das ein Amboss? Weighted Head? Okay. Gut. Knarre Level 3. Ist ja was. Ist hier wieder da? Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auseinander und was immer das ist. Okay, Modification for Medium and Heavy Melee Weapons. Adds a chance to stun. Okay. Chance to stun klingt gut. Kann ich das bei dir hier machen? Modify. Ja, kann ich. Rabimmel. Mehr Schaden. Finde ich gut. Das ist zwar immer noch nicht optimal, aber das Ganze wies sich ganz umsonst. Noch irgendwas Cooles hier. Ja, Duct Tape ist cool. Das kann man tatsächlich gebrauchen. Pfeilspitze aus Stahl. Okay, wir nicht mehr unter. Was war das? Eisenbeinschienen. Oh, die ist sogar anziehen. Guck mal einer an. Naja, gut. Nicht gänzlich umsonst. Immer noch nicht gut, aber nicht gänzlich umsonst. Wir finden ordentlich Blei. So. Dann machen wir uns auf den Heimweg. Ich würde erstmal einen Wegpunkt hinsetzen. Home sweet home. Home sweet home. Ganz klar. Wer kennt es nicht? So. Ab auf den Rückweg. Wir haben noch Zeit für einen weiteren Ausflug, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wo der hingehen soll. Und wir haben noch eine ganze Ecke zu rennen. Und wir haben nicht so viel geilen Scheiß gefunden. Das ist extrem frustrierend gerade. Also die Runde war echt absoluter Müll. Jetzt sind wir gestorben, 3-4 Mal. Für nix. Ich meine, viel beschissener geht doch kaum, oder was? V8
vor ein paar Mal wegen so Scheißsachen wie Menü geht auf, Schläge treffen nicht, obwohl sie Schläge treffen sollten. Nur so eine Kacke, ey. Absolut unnötig. Und dann kommen wir noch nicht mal mit Fettmunition oder sowas nach Hause. Was haben wir hier jetzt? 20 Schuss haben wir gefunden. Na, da kommen wir ja weit mit. Ne, so kriegen wir unsere Brücke nicht verteidigt. Halt die Fresse. Ich hab keine Zeit für dich. Ich hab weit Wichtigeres zu tun, tatsächlich. Hier hätten wir noch ein Häuschen. Ich glaube, da haben wir vorhin schon einen Blick reingeworfen. Ne? Das sah nicht so vielversprechend aus. Alter, wieso halten die plötzlich weit mehr aus? So, gibt es hier irgendwo einen Kellereingang? Meistens da ja irgendwas Cooles zu finden. Nö, gut, weiter. Autos sind immer potenziell cool. Gucken wir mal. Na, immerhin. Ein bisschen Natron. Die Kaffeebohnen können wir drauf verzichten. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Freiwillig Kaffee weggeschmissen. Ich meine, es ist nur Spielkaffee, aber hey. Dabei fällt mir ein, ich habe meinen Kaffeeform vergessen. Kacke! Dann kann ich mich gleich wenigstens auf den Kaffee freuen. Buah. So, 10.11 Uhr. Wir müssen jetzt mal auch gleich gucken, beziehungsweise beim nächsten Mal dann gucken, dass wir irgendwas Näheres finden. Dass wir nicht so weit rennen müssen. Denn so weit kommen wir wahrscheinlich nicht mehr. Und vor allem müssen wir gucken, ob wir ein bisschen Munition craften können. Weil ich dabei so meine Zweifel habe. Zumindest potenziell könnten wir es. Vom Skill her. Aber wir haben ja nicht gerade viel da. Diese Rennerei hier durch die Pampa macht mich kirre. Ich kann diesen Scheißwald nicht mehr sehen. Ich will Wüste. Schöne Wüste. Oder meinen See. Gib mir meinen See. Ich glaube, er kommt da auch schon. Tada! Mein See. Ach, das Ding schon wieder. Das hat uns ja auch so viel Glück beschert. Zack. Oh, immerhin Eier haben wir ein paar gefunden. Worth it. Chemset. Polymere und Tierfett. Aber das, was schmeißen wir noch weg? Hier, Federn braucht kein Mensch. Tierfett ist aber cool. Na gut, da ist nichts weiter dabei. Und hier irgendwelche. Oh. Achso. Nichts angebaut. Achso, da wieder. Das gleiche Problem. So viel zum Thema Sichtweite erhöht. Wieder genauso hässlich aufgeploppt wie beim letzten Mal. Oh, wahrscheinlich schon dreimal durchsucht das Nest. Und mir graut es immer noch davor, hier nochmal eine beschissene Brücke rüber zu bauen. Ich habe mal so gar keinen Bock drauf. Boah, so überladen macht das ja richtig Spaß. Da sind wir übermorgen nicht da. Wir brauchen hier eine Brücke. Nach der nächsten Blutnacht gehen wir das mal an. Oder gehe ich das mal an. Ne, unser Turm da hinten ist dann ja weitestgehend fertig. Obwohl, da müssen wir eigentlich erstmal Felder machen. Das wäre eigentlich wichtiger. Ja, dass das hier langsam mal Gestalt annimmt. Ein bisschen Stacheldraht rumziehen. Dass wir uns hier auch hier wirklich mal sicher fühlen können. Weil bisher ist das alles noch so.
Naja. Geht so. Sicher ist anders. Na komm. Vor allem muss ich die ganze Hügelkette hier noch abtragen. Zumindest rundherum ein bisschen was wegnehmen, dass man hier nicht mehr hochklettern kann. Warum ist denn der gerade so langsam? Schläft der halb ein beim Laufen hier? War das sonst nicht sein Problem? Was ist auch mit dir? Och, och. Geht doch. So. Das Feuer wieder an. Machen wir so viel Speck, wie wir können. Schmeißen den Scheiß hier rein. Weg, weg, weg. Das behalten wir hier. Noch irgendwas Organisches. Oh, 12 Stück ist aber okay. Damit kann man ja schon mal arbeiten. Sonst noch irgendwas Organisches? Nein. Gut, dann gucken wir hier unten nochmal. Das einer. Einer, habe ich gesagt. Oh, manchmal. Sache, nicht mein Spiel heute. Zap, zap. Bei meinem Glück ist jetzt auch noch das ganze Ding hier geflutet. Das wäre noch der Shit. So, sortieren wir hier mal den ganzen Scheiß ein. Wie die hier. Na egal. So, mehr Nitrat. Der Scheiß. Öl. Noch kein Öl da. Das ist ja ein Ding. Das gehört nach oben. Polymere habe ich auch noch nicht drin. Oh, oh. Das ist aber nicht gut. Ich hoffe mal, dass die unten liegen. Das Blei schmelzen wir gleich ein. Zack, davon haben wir nämlich nicht gerade viel. Dann gucken wir mal. Munition, 9mm. Was brauchen wir denn dafür? Geschossspitze. Ne. Was brauchen wir dafür? Auch Geschossspitze. Und Schießpulver. Na, da haben wir ja unglaublich viel von. Kann ich Schießpulver irgendwie herstellen? Nitrat und Kohle. Braucht man da Werkbank oder mehr? Davon erstmal 40. Nitrat und wo ist meine Kohle hin? Ich hatte doch so viel Kohle. Na nun. Wollt ihr mich verarschen oder was? Hab ich die hier reingepackt? Nee. Was brauche ich denn für Geschossspitzen? Zack. Blei und Erde. Fangen wir damit an. Geschossspitze. 100. 110. Jo, können wir sogar leisten. Ohne 200. Machen wir 220 noch. So, haben wir die schon mal. Dann. Ey. Sag mal, Schießpulver. Wie kann ich das? Achso, aber die Kohle noch fehlt. Wo auch immer die gelandet ist. Hier immer noch nicht. Nochmal genauer. Nee, nur Eisen, keine Kohle. Wo ist die ganze Kohle? Die hat doch Unmengen davon. Allein vom ganzen Buddeln, da müssten 800, 900 sein. Mindestens. Gucken wir hier nochmal. Keine Kohle. Hier haben wir Kohle. So. Munition. Na. 762. Also auf jede Geschossspitze kommen 3 Schießpulver und. Ach scheiße, Patronenhülse muss ich auch noch machen. Hm, haben wir jetzt 18 da. So, wenn ich 200 Geschossspitzen gemacht habe, bräuchte ich 600. Oh, da kommt doch tatsächlich nochmal. Ich werde bekloppt.
300 noch was. 17 Minuten. Und dann fangen wir an, Keule. So, dann gucken wir gleich nochmal. Das runter da. Dass wir noch Patronenhülsen fertigstellen. Und was wir dafür brauchen vor allem. Na komm hier. Patronenhülse. Brass. Na super. Davon, wovon wir so wenig haben. Messing. Hier noch was? Nein. Schleiß eingeschmolzen. Fehlt halt noch was. Was machen wir denn damit? Hui. Dann können wir hiervon erstmal welche fertigstellen. 214, immerhin. So, 120 Geschossspitzen. Ja, beim nächsten Mal ist es dann auch fertig. Super gut. Munition und Waffen können wir uns ja eigentlich neue. Hier, MR10. Sowas will ich haben. Ja, da fehlen uns schon die mechanischen Teile. Gut, dann müssen wir nochmal losziehen. Polymere 20. Wie viel haben wir? Nicht viele, ne? 10. Das Scheißding will ich auf jeden Fall neu gecraftet haben. Da haben wir nämlich das Rotfunkvisier und eine Taschenlampe haben wir auch noch. Das wird eigentlich die Wucht, wenn wir das zusammen hätten. So, und dann brauchen wir noch geschmiedeten Stahl, ja? Ja. Achso, kann zusammengesetzt und repariert werden, wenn du den Bauplan gefunden hast. Ich hoffe, das geht. Gut, noch 24 mal geschmiedeten Stahl. Stahl bitte. 2-4. Fertigen. Dann haben wir den. Klebeband 10. Haben wir da 10? 5 und. Haben wir doch welches gefunden? War nicht. Echt nicht. Das auch noch oben. Moment, haben wir mechanische Teile auch nur 16. Das kommt alles schon hier rein. Klebeband, mechanische Teile. Was noch? Polymere. Habe ich auch darüber getan. Ich bin doch bekloppt, ey. Gleich rüber. Polymer, das ist alles im Blick, was ich brauche. Und Schraubenfedern. Natürlich. Was brauchte ich dafür nochmal? Obwohl, die kriege ich nachher auch aus den Autos. Das wird gar nicht so schlimm. Gut. Oder auch nicht gut. Jo. Da haben wir nochmal ordentlich ein bisschen Zeit vertüdelt. Die ganze Scheiße ist am fertig werden. Ich marschiere jetzt noch nach oben. Gucke, ob ich da noch irgendwas Sinniges finde. Du sollst klettern, Junge. Ernsthaft jetzt. Mann, das ist, also die Runde läuft echt. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Über eine blöde Treppe komme ich hier hoch. So, da habe ich 57 Schuss bisher. Das ist ja auch die Welt, ey. Wenn ich die hier zerlege. Ne, das mache ich lieber nicht, falls ich die andere doch nicht bauen kann, weil ich da noch einen Bauplan brauche oder sowas. So. Wo ist jetzt schon wieder meine beschissene Wrench? Muss ich mir da schon wieder eine neue bauen? Oh, noch mehr Waffen. Ups. Noch mehr Mumpeln. Jetzt habe ich denn zwei Waffenkisten. Doof. Das alles rüber hier. Zack. So, super. Das hat meine Vorräte auf jeden Fall gerade massiv erhöht. 177, das ist ein guter Anfang.
102 ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Eine Menge Knarren, die können wir jetzt erstmal zerlegen. So viel Level 2 Knarren, was soll ich damit? Und eigentlich wollte ich ja Feierabend machen, aber das wird hier schon wieder nichts. Mann. Kann ich die nicht? Achso. Weil das da noch in der Warteschlange ist. Okay, die auch rüber. Reflexvisier machen wir ja auch erstmal rein. Nochmal 25 davon. Eine davon. 44 davon. Hoffentlich nachher 200 davon. Ja, da wird doch ein Schuh draus. Ich glaube, es sieht nicht mehr ganz so kacke aus für uns. So, aber jetzt trotzdem, wo sind denn meine ganzen Polymere? Hier sind sie doch. Tada, man muss eine Ordnung haben, ne? Ja, noch was specken. Oh, und nochmal 164 Schuss. Wofür aufräumt, ne? Der hat, ist klar im Vorteil, ganz klar. So, noch mehr Pfeile. Oh Mann, ey. Das hätte ja alles viel einfacher sein können, ne? So, hier haben wir noch Wasser. 67 Krüge, könnte man nachher mal wieder ein bisschen was abkochen. So, noch irgendwas Wichtiges, das ich nicht gesehen habe? Nein. Außer die Tierfette, die hier nicht reingehören, sondern hier. So, das schmeißen wir dann alles nochmal rüber hier. Eine Menge Stahlpfeile, das finde ich jetzt mal gut. So, ja, das war ja meine Waffenkiste, das ist jetzt die hier. Weil das einfach viel sinnvoller ist, die hier zu haben. 366 Schuss, ne? Da muss doch was gehen. Da könnte ich mir vielleicht auch ein bisschen was machen. Patronenhülsen habe ich auch noch ein paar. Polymere, Kohle habe ich jetzt alle aufgebraucht. Den Topf wäre ja los. So, Ränder. 5 Stück. So, Rod and Spring Replacement Schematic. Wenn ich jetzt wüsste, was es kann. Increases the rate of fire on self-loading weapons and increases recoil. Erhöht den Rückschlag. Das ist nicht so geil. Aber gut. Kommt hier mit rein. So, das Eisenrohr soll eigentlich mit nach unten. Schon längst. Das ist alles hier runter. Gut. Aber, Leute, bevor ich hier weiter ins Mikro brubbel und vor mich hin wüte, danke ich euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.